und herzlich willkommen beim Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi und ich nehme euch mit in die USA. In meinem Podcast erfahrt ihr alles rund ums Auswandern und über das Leben in Amerika. Jede Woche gibt es hier eine spannende Auswanderergeschichte, ein Destination-Spezial oder manchmal eine Sonderfolge, in denen wir uns einem bestimmten Thema widmen. Ich selbst lebe seit 2014 mit meiner Familie in Amerika, weil ich das große Glück hatte, eine der begehrten Green Cards zu gewinnen. Seitdem haben wir 3 Firmen gegründet, besser gesagt mein Mann und ich. Wir sind schon ordentlich rumgekommen, kreuz und quer. Über 40 Staaten haben wir besucht und haben schon in 3 Staaten gelebt. In Charlotte, North Carolina, Portland, Oregon und jetzt aktuell in San Diego, Südkalifornien. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Viel Spaß beim Reinhören, deine Monique. Willkommen im Muttersprache-Podcast. Ich habe heute hier geballte Frauenpower. Ich habe nämlich die beiden Damen, Gabi Hegen und Kim Lenar von der Ich bin Expert-Plattform hier zu Gast in unserer heutigen Sonderfolge. Und bevor ich hier ganz viel rumsabble und die Frauen vorstelle, lasse ich die das einfach selber tun. Und ja, herzlich willkommen, ihr beiden aus dem eiskalten New York. Startet ihr doch einfach mal und erzählt mir mal, wer ihr beide so seid und ja, was euch so umtreibt. Ja, ich bin Gabi Hegen. Ich bin seit inzwischen 22 Jahren in New York. Man glaubt es kaum, aber es ist schon eine Zeit her. Und habe nach den ersten guten 10 Jahren im Hotel-Business meine erste Plattform gegründet. Das war damals Citykinder, eine Plattform für deutsch sprechende Eltern in New York. Und das hat sich dann ausgeweitet über verschiedene Um- und Irrwege und zielführende Wege auf ganz USA. Und wir sind jetzt ganz neu am Start mit einer Plattform, die heißt eben Ich bin Expat. Und ja, freue mich total, jetzt hier bei dir zu sein und meine Kollegin Kim mit dabei zu haben, die ganz viel auch dazu beigetragen hat, dass das Ganze so aussieht und so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Bevor wir zu Kim kommen, danke liebe Gabi, kurzer Hinweis, die Gabi hat auch schon mal ihre ganze Auswanderergeschichte im Detail erzählt und zwar in diesem Podcast Folge 42, Gabi, sagtest du, gell? Genau, 42 war das. Das war im letzten Jahr, also wenn ihr nochmal zurückgeht, dann könnt ihr auch nochmal Gabis Geschichte hören, die sich wirklich lohnt zu hören. So, jetzt aber zu Kim. Hallo Kim. Kim ist gerade umgezogen, hat sie mir erzählt. Noch ein bisschen gestresst, deswegen schön, dass du überhaupt Zeit hast, für uns hier heute in den Podcast zu kommen, liebe Kim. Ja, sehr gerne. Das Thema ist ja mehr als toll und die Ich bin Expert-Plattform liegt mir natürlich auch sehr am Herzen. Also, ich bin Kim Lenar. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in den Hamptons tatsächlich, also 2,5 Stunden außerhalb von New York. Und ich bin Journalistin von Haus aus, habe jahrelang in Deutschland für Print und Fernsehen gearbeitet und bin inzwischen Videoexpertin, helfe halt Unternehmen, Entrepreneuren dabei, sich und ihren Brand online darzustellen. Und Gabi und ich arbeiten jetzt schon eine ganze Weile zusammen in ganz vielen verschiedenen Fronten. Und dieses Thema Expat und die ganzen Probleme, wir haben da irrsinnig viel drüber geredet und teilen natürlich sehr viele Erfahrungen, obwohl meine Kinder halt viel kleiner sind als Gabis. Aber viele Themen kommen da halt immer wieder auf. Und Gabis Idee von City-Kindern zu jetzt, ich bin Expat, der Plattform zu gehen, ist einfach für mich auch so ein Herzensprojekt, weil es einfach so nah an meinem eigenen Leben ist. Und ich finde es großartig, was Gabi aufgebaut hat. Und jetzt zu sehen, wie dieses gemeinsame Baby anfängt zu fliegen, ist ganz großartig und hochaufregend. Ja, finde ich auch. Und ich durfte ja auch selber das schon Gast sein. Übrigens, ich war mit einer der ersten Ausstellungen, als es noch die
wirklich präsenten Ich bin Expert Fairs gab, was ja jetzt in eine wirklich nationweite Plattform sich auch gewandelt hatte, also von einer Präsenzvorstellung in einer Plattform, wo jeder jetzt dran teilnehmen kann. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, mögt ihr einfach mal erklären, was das überhaupt ist, was ihr da macht und was überhaupt diese Plattform ist und für wen das ist und warum ihr das macht, also dass wir überhaupt erstmal verstehen, worum es da eigentlich überhaupt geht. Ich fange einfach mal an mit dem Big Picture und Kim, du kannst dann gerne noch ergänzen. Wir hatten eben, wie du gerade gesagt hast, 3 Jahre lang in New York die Ich bin Expert Fair. Das war so ein One-Day-Community-Event mit Ausstellern, mit verschiedenen Seminaren, mit Kinderecke, Essen, Trinken. Die ganze deutsche Community hat sich hier getroffen. Und dann kam eben 2020 so eine kleine Geschichte Covid und dann war das halt nicht mehr so ein idealer Businessplan und wir dachten erstmal, was machen wir jetzt? Generell ist Ich bin Expert eben für deutschsprachige Expats, aber auch Leute, die jetzt irgendwie so die Langzeit hängen gebliebenen Auswanderer, wie auch immer wir uns nennen wollen, da können wir alle drei dazu, dass wir eigentlich nicht die klassischen Expats sind, aber wir wollen wirklich Themen aufgreifen von Leuten, die noch in der Planungsphase sind, die für den klassischen Entsendungsvertrag sind, aber eben auch Themen von Leuten wie wir, die sich dann irgendwann darum kümmern müssen, welche Schule geht mein Kind, wie bekomme ich mein Retirement aus Deutschland, ich möchte hier was kaufen. Also wirklich diese komplette Spanne von Problemen, Herausforderungen, einfach Lebensthemen, die einem hier begegnen, abzudecken. Das ist so die Grundidee. Und aus dieser Expert Fair wurde eben dann 2021 jetzt im Herbst die erste Ich bin Expert Virtual Conference. Und da kam eben dann Kim auch ins Spiel als Videocoach und so weiter, hat sie uns da beraten, dass es auch einigermaßen aussah oder empfindet sehr gut aussah. Ja. Im Nachhinein, es hätte nicht so ausgesehen ohne Kim. Wer das noch angucken möchte, kann das übrigens, gell? Das ist einfach schon auch das, was so wichtig ist, dass das nicht nur eine einmalige Geschichte war, sondern dass das, was da passiert ist im letzten Jahr, falls du jetzt erst darauf aufmerksam geworden bist, kannst du da auch, glaube ich, noch mal reingucken, oder? Wie ist das? Da können wir nachher noch drauf eingehen. Ah, wir haben eine Membership, eine Mitgliedschaft, in der diese ganzen Informationen jetzt zugänglich sind, aber man kann es auch in kleinen Stückchen sich aneignen. Also man sagt, mich interessiert nur das Thema Arbeit und ich möchte wissen, wie das hier läuft mit Bewerbungen und multikulturelle Teams führen und überhaupt hier in den USA zu arbeiten, kann sich das Thema besorgen oder man hat das Thema eben Kinder und Schule. Es gibt so verschiedene Themenblöcke, die man sich kaufen kann oder man kann eben Mitglied werden, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich glaube, so der Grund ist einfach, warum wir das machen, was wir machen, ist A, einmal Information zu teilen, aber eben wirklich Informationen, die von Experten auch, wie sagt man, gebackt ist auf Deutsch, ich kann es nicht, also auf Englisch, denn es gibt natürlich wahnsinnig viele Facebook-Gruppen und über irgendwelche Foren und LinkedIn und so weiter, wo man einfach mal Fragen stellen kann, aber ich sehe so oft, dass dann irgendwie 17 Antworten auf eine Frage kommen und 4 sind korrekt, aber du weißt oft nicht, welche 4 sind es jetzt eigentlich. Und wir wollten halt den Leuten eine Plattform geben und ein Forum, wo du auch Fragen stellen kannst, deine Fragen und sicher sein kannst, wenn eine Antwort kommt, dann ist es eine korrekte Antwort, weil wir eben mit ganz, ganz vielen Experten zusammenarbeiten, die wir uns über die Jahre zusammengesucht haben und die uns jetzt bei dem Projekt unterstützen. Und das Zweite, das ist Kim, kannst du vielleicht darauf eingehen, ist einfach Networking. Da bist du ja auch nochmal. Ja, ich finde, das ist einfach der zweite große Part von Ich bin Expert, ist wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl, weil ich glaube, jeder, der diesen Schritt gemacht hat, der denkt am Anfang, gut, es wird viele Sachen geben, die holprig sind, aber im Grunde gehe ich ja nicht echt in die Fremde. Also ich glaube, wer jetzt nach Asien zieht, der bereitet sich anders vor, weil er irgendwie denkt, dass es alles anders ist. Man macht häufig den Fehler, wenn man, was heißt Fehler, oder einfach das Missverständnis, dass man denkt, man zieht nach Amerika, ich weiß ja, wie das ist. Ich habe also ganz viele Serien geguckt und war da ja auch schon im Urlaub. Und gut, die sprechen Englisch, aber ansonsten, ich meine, ne, wir sind doch alle irgendwie Western World. Und dann kommst du hier an und bist halt überrascht an vielen Punkten, weil vieles wirklich ganz anders ist. Und einiges davon ist greifbar. Also sowas wie
das Heizungssystem, wie dreh doch einfach mal die Heizung in deinem Keller an, ist nicht, weil es natürlich so ein komisches System ist, wo die Luft durch einen Schacht gedrückt wird und meine Speisekammer oben hat 40 Grad und ich hier unten habe 17. I hear you. Ja, so, das verstehst du ja aber als Deutsche nicht, weil du denkst, dann mach doch die Heizung in deinem Zimmer an. Da sagte meine Mutter vorhin zu mir, hast du denn die Heizung nicht an? Ich so, lange Geschichte. So, das sind die tatsächlich handfesten Sachen, aber dann sind da ja auch noch die Sachen, auf die man, also diese weichen Sachen, dieses, wie gehe ich mit Leuten um? Was heißt was? Was heißt irgendwie, also ich habe hier natürlich die tollsten Leute gehabt, die gesagt haben, wow, you found a friend in me and we'll hang out all the time. Und jeder Expat in Amerika wird das gehört haben und wird jetzt die Augen rollen und sagen, ja, und genau, und dann rufen sie nie wieder an und irgendwie, ja. Das, also solche Themen halt auch. Und deswegen ist es, glaube ich, so attraktiv, eine Gemeinschaft zu haben, wo du weißt, okay, da sind Leute, die gehen durch das Gleiche. Und Gabi und mir war es halt so wichtig, was zu finden, was halt auch ganz viele verschiedene Gruppen abdeckt. Also kleine Kinder, große Kinder, keine Kinder, Expat-Frau, Expat-Mann. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche und jemand, der jetzt in Arizona lebt, hat wahrscheinlich eine ganz andere Erlebniswelt als ich hier in den Hamptons, die schon ganz anders ist als Gabis Welt. Gabi und ich haben uns letzte Woche Küchenfotos hin und her geschickt. Das ist halt schon lustig, weil natürlich das hier ganz anders aussieht als die Küche in Manhattan. Ja, nee, ist so. Ich meine, ich habe in 3 Staaten gelebt und quer übers Land. Ich kann das total verstehen. Und das Erste, was man im Prinzip ja auch macht, ist sich, oder zumindest ist das so meine Erfahrung, man sucht sich eine deutsche Community, aber nicht immer trifft man die ja auch sofort oder nicht immer trifft man ja auch die richtige Community. Es sind ja auch oftmals welche, die nicht glücklich hier sind in dem Land oder die wirklich auch vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Und da finde ich eben eure Plattform auch so spannend für, weil ihr zum einen sowohl die Experten habt, die wirklich gut sind in dem Gebiet, auf der anderen Seite aber auch qualifiziertes Zusammenbringen schafft. Ne? Ja. Also, ja. Ich muss sagen, wir haben auch noch ein ganz tolles Team. Kim und ich sind jetzt sozusagen die Spokespeople hier, aber wir haben noch ein ganz, ganz tolles Team von Expat-Frauen oder auch Locals inzwischen im Hintergrund, die in der Membership mitarbeiten, die Katrin zum Beispiel, die ganze Plattform aufgezogen hat, ein wunderschönes Design, finde ich auch. Also es ist wir bringen da eine geballte Erfahrung mit aus den verschiedensten Bereichen, eben ein paar Leute, die wie ich schon länger hier sind oder die jetzt gerade auch relativ frisch als Expert da sind, die uns eben da auch nochmal immer die Perspektive jetzt wieder geben, wie ist es denn jetzt gerade, weil vor 20 Jahren Auswandern war vielleicht auch nochmal ein bisschen anders oder Deutschland war einfach da auch anders, hat sich jetzt auch weiterentwickelt. Was ich noch mir zum Beispiel von der Arbeitswelt in Deutschland 1996, bin ich auch schon ein bisschen weiter jetzt, wenn man jetzt frisch kommt von Deutschland, ne? Also die uns auch mal die Perspektive wieder geben, was ist denn jetzt gerade oder was ist jetzt gerade bei den jungen Müttern angesagt, was anders ist hier als in Deutschland. Also da ist sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit einem echt tollen Team von Frauen. Wir sind ein komplettes Frauenteam momentan, von der Technik über PR, über alles, komplett Expat-Damen. Und ja, also das finde ich eben auch sehr schön, die Zusammenarbeit zu sehen und im Kleinen eben schon dieses Netzwerk aufzubauen und das eben dann nach draußen zu bringen, sehen, wen können wir noch alles erreichen. Ja, man muss natürlich auch sagen, Gabi, das beeindruckt mich ja immer so unglaublich bei dir, dass du dir über diese letzten 20 Jahre natürlich ein unfassbares Netzwerk aufgebaut hast, was dir vielleicht so gar nicht bewusst ist. Ich bin immer beeindruckt, wen du aktivierst, der das dich unterstützt. Also du hast natürlich auch Sponsoren im Boot, die dich unterstützen. Du hast einen Riesen, also wer sich nur mal anguckt auf der letzten Konferenz, letztes Jahr im November, das ist das Who is Who an Speakern, an Fachbeiträgen, an Spezialisten auf ihrem Gebiet. Und ich meine, das findest du ja gar nicht, wenn du hier gerade neu im Land bist. Da bist du ja erstmal total orientierungslos. Und aus meiner Erfahrung habe ich es auch schon oft gesehen, dass Auswanderer oder Experts dann auch oft an die falschen Leute geraten sind und ganz viel Geld beim Hauskauf aus der Tasche geflogen ist. Oder, ne, also das kennt man ja nun auch jetzt schon sehr viele Geschichten in dem Bereich. Und ich bin einfach immer wieder total beeindruckt, wen du alles in deinem großen Netzwerk hast. Und ich glaube, das ist auch was euch so inspiriert hat, oder? Jetzt. Das auch dieses Thema so verstärkt anzugehen. Und wie macht ihr das?
Danke, ja, nein, also es macht wirklich Spaß. Wie gesagt, ich sehe, es sind halt Leute, die ich so kennenlerne. Ist natürlich auch einfacher, wenn man in New York lebt, weil man sehr aufeinander hockt und wenn man so ein paar Events geht. Und das ist einfach, ich liebe einfach auch Netzwerken. Und deswegen ist es jetzt einfach diese Extension, das, was ich jetzt im täglichen, vor Covid im täglichen Leben oder eben öfter gemacht habe, jetzt einfach auch zu sehen, wie kann man das online widerspiegeln und die Community noch größer machen. Und ich meine, ich glaube, da ist Kim sehr ähnlich durch auch ihren früheren Beruf als Journalistin, Netzwerk aufzubauen, Netzwerk zu pflegen, auf Leute zuzugehen, ist halt sehr wichtig hier. Ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also ein paar Dinge, wir hatten jetzt gerade lustigerweise heute Mittag ein Webinar zusammen mit der GACC, der German American Chamber of Commerce hier, der Handelskammer, die uns auch immer sehr unterstützt, wo wir einfach drüber geredet haben, was hier anders ist, ne? Wie man anders auf Leute zugeht, so ein paar Fehler, die man vermeiden kann, ein paar Dinge, die man einfach wissen muss, um hier erfolgreich auch mit den Amerikanern und mit der kompletten Multikulti-Welt, die man hier ja antrifft, zu netzwerken. Und was das ist denn auch so ein anders? Also was ist denn das? Also was würdet ihr denn so sagen, was ist denn so anders? Also ich glaube generell ist das Thema Netzwerken einfach positiver belegt als in Deutschland. Es hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein bisschen verändert, aber generell ist es halt auf ein Netzwerk-Event zu gehen eine komplette positive Sache und dass man auch auf ein Netzwerk-Event geht, um wirklich dann möglichst viele Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch man gravitiert vielleicht eher zu den Leuten, die man schon kennt. Ach ja, da sind ja zwei, die kenne ich, mit denen hänge ich mich den ganzen Abend dran. Bei den Amerikanern ist es eher so, dass sie wirklich sagen, okay, ich bin jetzt hier auf dem Netzwerken-Event, ich habe vielleicht mir vorher schon recherchiert, die 7 Leute möchte ich irgendwie treffen und da schaue ich auch, dass ich die in der Zeit kennenlerne und treffe und man connectet dann und hat ein nettes Gespräch und dann sagen, ja, it was great to meet you, I see you around, you know, I have to mingle a little bit und dann gehen die halt zum Nächsten und das ist überhaupt keine negative, ne, dass du denkst, habe ich jetzt was Falsches gesagt oder so, sondern es ist einfach der Purpose, dahin zu gehen, ist wirklich möglichst viele Leute kennenzulernen. Generell halt auch, was ich sagen, wir hatten vor 2 Wochen auch ein Event, Kim und ich, wo es um die privaten Kontakte und Netzwerk aufbauen eben ging, sind die Amerikaner ja schon freundlicher erstmal, sind more approachable, wie sagt man auf Deutsch, eben mehr zugänglich. Zugänglicher, genau. Selten, dass man irgendwie jetzt abgeblitzt wird oder ein bisschen blöd, so wer bist du denn, wieso, ne, redest du überhaupt mit mir oder was willst du von mir? Also dieses erste Gespräch, der erste Austausch ist eigentlich immer sehr positiv, sehr nett und dann sieht man ja, ob sich da ein tieferes Gespräch ergeben soll oder nicht. Von daher ist es, glaube ich, ein bisschen lockerer, ein bisschen offener. Die Kehrseite ist natürlich oft, was Kim vorher schon angesprochen hat, wenn man dann denkt, man hat jetzt irgendwie einen tollen Freund, Freundin, neuen Kontakt gemacht, ja, let's go for drinks, you know, let's hang out soon, it's so great to meet you, und du denkst so, wuhu, you know, I made it. Und dann passiert nichts und man ruft mal an, denkt so, ja, hat jetzt doch kein Interesse, dass es oft einfach nur nett gemeint ist, aber nicht immer unbedingt Aktion erfolgt. Es sei denn, du hast was anderes, aber ich würde vielleicht Kim dann jetzt die Frage mal stellen, warum ist denn Netzwerken so wichtig, sowohl in der amerikanischen Community als aber auch beispielsweise in dem Netzwerk, was ihr oder was auch ich durch den Podcast liefere, also das ist ja auch quasi so ein bisschen mein Grund, warum ich diesen Podcast mache, warum ist das so wichtig, warum ist das so unfassbar wichtig, dich mit Menschen zu vernetzen, Deutschen, die hier leben, aber auch dich in der amerikanischen Community gut zu vernetzen. Was bringt dir das? Ich glaube, dass das als erstes ein menschliches Grundbedürfnis ist, von dazuzugehören und sich irgendwie einer Gemeinschaft anzufügen. Und wer den Schritt macht, ins Ausland zu gehen, also ich meine, es ist ja, wer jetzt innerhalb von Deutschland umzieht, merkt schon, hui, es ist doch irgendwie, nach 3 Monaten sagt man, oh, ich bin ganz gut angekommen, nach 6 Monaten weiß man, das stimmt nicht, man ist jetzt erst langsam so weit. Und das ist innerhalb derselben Kultur. Das heißt, wenn ich jetzt nach Amerika gehe und halt fremd bin und alles neue Abläufe sind, dann ist das natürlich einfach eine große Erleichterung und Hilfe, wenn ich Menschen finde, die mir einen Rückhalt geben, die mich bestätigen in dem ganz neutral, was ich nur sehe. Ich muss gar nicht sagen, was ich jetzt gut oder schlecht finde, sondern die einfach durch dasselbe gehen. Ich glaube, das ist einfach ein menschliches Grundbedürfnis. Warum hat Facebook so viele Gruppen zu jedem Quatsch, möchte ich fast sagen, der aber kein Quatsch ist, weil es Menschen das Gefühl von einer Gemeinschaft gibt.
Und ich glaube, dazu kommt jetzt natürlich noch ein ganz massiver Punkt, und das ist Covid. Und dass es eben nicht mehr so ist, dass es fängt ja mit Kleinigkeiten an, wie dem Schnack mit der anderen Mutter beim Kindergarten-Drop-Off. Der findet ja gar nicht statt, weil sie dir das Kind aus dem Auto reißen und du dann bitte schnell, schnell weiterfahren musst. So, das heißt, selbst solche Sachen fallen ja weg. Das heißt, was machen wir denn jetzt? Und dementsprechend ist diese ganze Online-Geschichte größer geworden. Und nun brauchst du da aber plötzlich auch einen Fahrplan, weil, wie wir nun schon zweimal gesagt haben, sonst endest du in irgendeiner Community, wo die Leute dir die wildesten Geschichten erzählen auf deine Frage. Ich habe mir neulich irgendwie angehört, dass ja Hopp und Hip und Holle Milch, die wird ja alles am Zoll abgegriffen. Erzählte mir meine Friseurin, die ein Baby hat und auch deutsche Formula benutzt. Das hätte sie in ihren Facebook-Gruppen gehört, wo ich dachte, wovon redest du denn? Meine kommt jedes Mal an. Vielleicht, also wo man dann einfach merkt, das ist halt, alle drehen sich nach online. Ich coache halt auch Leute im öffentlichen Sprechen und Auftreten und habe vorhin gerade einen Call gehabt dazu mit dem Chef des Typen, den ich da coachen werde. Und da ging es halt auch ganz viel darum, wie verhalte ich mich denn jetzt plötzlich, wenn ich nur noch diese Videogeschichte habe, nur noch Zoom und FaceTime und hasse nicht gesehen, um zu kommunizieren, da muss ich ganz neue Skills lernen. Und genau so geht es uns allen. Wir müssen uns irgendwie zurechtfinden online und die Community, die wir sonst im Idealfall bei einer Mami-and-Me-Klasse gegründet hätten, die müssen wir jetzt anders finden und das ist schwerer. Und deswegen glaube ich, ist, Gabi hat das schon gesagt, vor 2 Wochen hatten wir so ein Netzwerk auf privater Ebene thematisch gesetzt, also nicht Job, sondern private Community. Und Gabi und ich hatten wunderviele tolle Themenblöcke vorbereitet. Am Ende war es ein Austausch von Emotionen. Ja, weil die Hemmschwelle, ich finde, die Hemmschwelle ist auch so groß, ne? Also gerade wenn du nicht so technikaffin bist, du kommst vielleicht aus irgendeinem Beruf, wo du vorher nicht so viel mit der Technik zu tun hattest, dann ist die Hemmschwelle, in so einen Zoom zu gehen, oft so groß. Und du sagst ja nicht schreibst ja nicht irgendeinem an, let us Zoom, ne? Lass uns doch mal in den Zoom gehen, sondern da braucht es einfach schon so Leute wie euch, die das einfach in die Hand nehmen und organisieren und dann die Menschen zusammenführen, wie ein Stammtisch sozusagen. Ne? Und die dadurch einfach dann die Scheu verlieren. Ja, das merkt es auch. Wir haben halt am Anfang waren lauter schwarze Kästchen und dann haben wir angefangen, die Kameras anzumachen. Und dann war es halt wirklich wie so ein Chat, wie so ein Gespräch an einem Tisch. Und das war dann, also wir sind drüber gegangen über die Zeit und es hatte nichts mehr mit dem zu tun, was wir alles groß abhaken wollten, sondern es war wirklich ein emotionaler Austausch und das Bedürfnis ist, glaube ich, das ist immer groß, das ist was Menschliches, aber es ist durch die Zeit, in der wir leben, riesig gesteigert, selbst in deiner eigenen Stadt, wenn du nie umgezogen bist, aber als Expert ist es dann natürlich potenziert ins Unermessliche. Klar, weil du bist in einer anderen Zeitzone, du hast andere Fragen, die können dir in Deutschland, kann dir die keiner beantworten, ne? Also wie, wenn du schwanger bist, wie eine Geburt anders abläuft in Amerika als in Deutschland oder wie die Vorsorge anders ist oder wie Hebammen anders, weißt du, so, da sind ja so viele Themen, ne? Das kann ich mir schon total gut vorstellen und wenn das Treffen einfach so nicht mehr möglich ist, ist das das Einzige, was uns bleibt und manchmal ja auch effektiver, weil du kannst dich mit jemandem verbinden aus einer anderen Stadt, der aber das gleiche Thema hat. Ne? Ja, dann ist es völlig egal, ob es Jacksonville, Florida ist oder Washington State. Das ist richtig. Mhm. Was bietet ihr denn jetzt so dafür an? Also wenn ihr jetzt euch auf die Fahne geschrieben habt, dass ihr diese Menschen miteinander verbinden möchtet und da eine Plattform, wie geht das denn dann? Also ich sage jetzt mal, den Podcast hört jetzt jemand, der ist jetzt gerade nach Amerika gekommen und der lebt in, keine Ahnung, Dallas, Texas. Wie kann der dann, was kriegt der bei euch? Wie kann der euch finden? Wie kann der teilnehmen? Wie kann der Teil der Community werden? Und was hat er da? Also wie läuft das ab? Also verschiedene Ebenen. Das erste ist natürlich die Seite ichbinexpert.com. Da sind auch einige Artikel drauf, die für jeden zugänglich sind. Auch von unserer vorherigen Plattform haben wir da über 200 Artikel, die demnächst jetzt auch alle kommen werden. Ein großer Teil ist schon drauf zum Thema Gesundheit, zum Thema Leben in Amerika, Arbeiten, Weiterbildung, Kinder, Schule. Also all diese Themen, die einfach betreffen in der Zeit. Dann gibt es natürlich eine Facebook-Gruppe, die gibt es auch, eine kostenlose. Und wir haben 2-mal im Monat ein Webinar zu verschiedenen Themen. Und dann wir machen mit, Kim und ich machen jeden Mittwoch
auf LinkedIn und auf anderen Kanälen bald auch so eine kleine Show, wo man einfach Tipps bekommen kann. Also das ist so unser Angebot für alle. Und dann, wer ein bisschen mehr möchte, wer vor allem auch dieses Netzwerken, Vernetzungen mitmachen möchte, da gibt es jetzt seit 2 Wochen eben den Ich bin Expert Club. Das ist eine Monthly Fee. Und in diesem Club gibt es eben verschiedene Spaces, nennt sich das dann. Du kannst dich vernetzen mit anderen, die gerade frisch angekommen sind oder neuen Experts oder eben Eltern, Expert-Partner, die Arbeit suchen. Also je nachdem, wo du gerade stehst auf diesem Expert-Weg, kannst du dich mit anderen vernetzen, die in der gleichen Phase sind. Dann haben wir immer noch Experten, die damit rumschwirren sozusagen mit so einem kleinen grünen Tag neben dem Namen, wo wir dann wissen, das sind wirklich Experten zu verschiedenen Themen, die dann auch Fragen beantworten zum Thema Steuern und Finanzen, zum Thema Krankenversicherung, zum Thema eben hier, ich bekomme ein Baby in den USA. Und da wird es dann auch regelmäßig Fragestunden geben für die Mitglieder exklusiv, die sich dann einmal im Monat, je nachdem, wie der Bedarf eben auch ist, mit den Experten direkt in einem Zoom-Call treffen können und sich da beraten lassen können oder eben auch Fragen stellen. Kommt natürlich immer an, zu welchem Level, weil wenn es ganz persönlich wird, muss man natürlich eine persönliche Beratung machen, aber so viele Fragen kann man ja im Vorfeld schon mal klären, um dann zu sehen, ob ich jetzt eine persönliche Beratung noch zum gewissen Thema brauche oder nicht. Also das ist so die Idee. Und zwischendurch zum Netzwerken, dann gibt es immer wieder, es gibt Welcome-Events, es gibt dann eben Networking Happy Hour, es gibt Lunchbreaks, einfach wo man sich vernetzen kann zu verschiedenen Themen, mal ein Sprecher eingeladen ist, mal nicht. Genau, aber das ist alles noch so in der Entwicklung auch. Also wenn wir jetzt sehen, was die Leute am meisten annehmen, was am meisten gefragt ist, für die jetzt auch schon mitmachen wollen, gibt es eben eine Founding-Member-Mitgliedschaft. Das heißt, man kann auch wirklich aktiv mitgestalten. Also das sind eben die Leute, die jetzt drin sind und sagen, hey, was wollt ihr, was braucht ihr? Wie können wir das wirklich eure Plattform machen, damit ihr das meiste da rausholen könnt? Ja, Wahnsinn, toll, ne? Also es ist ja eigentlich, dann ist wiederum dieses Virtuelle echt ein Geschenk, ja, weil das würde es ja nicht geben, du könntest ja nicht so viele Experten und so viele Menschen an einen Platz bringen bei den Entfernungen hier. Und dann ist es doch im Prinzip wieder eine richtig großartige Geschichte, dass jemand, der jetzt hier in das Land kommt oder vielleicht auch schon lange hier ist, plötzlich einfach so viel Zugang hat zu Experten, zu Gleichgesinnten, zu verschiedenen Themen. Ne? Also das ist doch dann eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk, das uns Covid dann am Ende gemacht hat. Sonst würden wir das wahrscheinlich gar nicht zu nutzen wissen. Also ich für mich sehe es wirklich so. Ich hatte 2020 schon ganz schön Einbruch. Also es war hart, weil mein Businessmodell vorher einfach 80% auf live aufgebaut war. Ob das jetzt diese Expert Fair war, was unser großes Event war, oder auch Babygruppen und die ganzen Kultur- und Community-Events, die wir in New York veranstaltet hatten, 80% unseres Einkommens war Live-Veranstaltungen. Und da hat es mich natürlich schon erstmal ganz schön gedreht auf den Kopf und links und rechts und einmal rundherum. Und musste dann nochmal von vorne anfangen. Aber im Nachhinein, Klopf auf Holz, noch mal ist es wirklich gut gelaufen, und ich glaube, die Plattform, also wir sind total begeistert davon, muss auch sein, wenn man sowas macht, aber ich glaube, dass die wirklich einen Platz erfüllt für die Leute, eine Nische und eine Lücke, die es vorher einfach nicht gab. Und natürlich die Leute heutzutage auch eher bereit sind, sowas zu machen, weil jeder schon mehr Umgang hat, sich online zu vernetzen und vielleicht auch bei einem Zoom mal vorbeizuschauen, was zu sagen und so. Also ist, glaube ich, genug Zeit vergangen. Also jeder hat es inzwischen irgendwie hinkriegen müssen, Zoom zu benutzen und eben solche Online-Möglichkeiten zu nutzen und sich auch irgendwie, jeder weiß jetzt in seiner Wohnung auch inzwischen, wo man ohne das Bett und die Küche zu sehen zoomen kann und so. Dafür ist halt genug Zeit ins Land gegangen, genug Training sozusagen. Dafür ist das jetzt schon echt gut. Und ich meine, man muss jetzt auch sagen, dass wir mit dem mit der Ich bin Expert Virtual Conference im November, das war für uns halt auch nochmal so ein Bestätigungsmoment. Ne? Das war schon ziemlich mutig, als wir angefangen haben, das zu planen, zu sagen, wir machen 4 Tage und 4 große Topics und dann gucken wir mal. Und das hat super funktioniert. Und das war wirklich so das Ausrufezeichen hinter diesem Gefühl, dass da Bedarf ist, zu merken, erstens, ja, diese ganzen Experten sind da, sind uns zugetan, haben auch Bock drauf, ihre Themen zu teilen und halt einen kurzen Draht zu ihren Konsumenten und ihren Kunden zu bekommen, weil das, so muss man es ja auch mal sehen, die haben auch was davon.
Und der Bedarf ist halt riesig. Und ja, selbst wenn du seit 20 Jahren in den USA bist, dann hast du dich aber vielleicht nie damit beschäftigt, was ist, wenn du jetzt plötzlich in Deutschland erbst? Oder was eigentlich mit deiner Rente? Das interessiert dich möglicherweise, wenn du mit 30 gehst, nicht. Aber hui, irgendwann wird es ein Thema. Das heißt, da kannst du ewig hier sein und dann wird es akut. Das heißt, das ist halt so ein, das ist ja so the gift that keeps on giving. Du hast immer irgendeine Frage. Selbst wenn deine Kinder jetzt klein sind, irgendwann kommt plötzlich Highschool und du hast 1000 Fragen und so weiter. Also das könnte ich jetzt ewig weitermachen, mache ich nicht. Ist halt einiges. Ja, und ich sehe das total so, Kim, und ich glaube, das sieht man ja auch in diesen Facebook-Gruppen, ne? Dass einfach diese Suche da ist und das spielt gar keine Rolle, ob man neu ist, ob man schon lange da ist oder ob man schon sein halbes Leben hier ist, solange man immer noch dieses Deutsche, die deutschen Wurzeln hat, die deutsche Sprache hat, ist das trotzdem das, was uns verbindet und man Familie in Deutschland hat, kommt das immer irgendwie und selbst wenn man einen neuen Job sucht oder keine Ahnung, gibt immer 1000 Themen. Und ich finde ja auch, dass aus online auch mal offline werden kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der online im Zuge der Pandemie habe ich so viele Leute über solche Formate kennengelernt, mit denen ich mich dann im Nachhinein auch mal getroffen habe. Ne, und habe dann Besuch gekriegt von einer, die ich nur über Instagram in einer deutschen Community kennengelernt habe, die uns dann in Kalifornien besucht hat. Also das eine muss ja gar nicht das andere ausschließen, aber es ist einfach manchmal die Eintrittskarte, weil du an Leute und an Experten kommst, die du sonst gar nicht kennenlernen würdest. Ganz genau, so sehe ich das auch. Bisschen wie Online-Dating. Ja, da lernt man auch Leute kennen, die man sonst auf der Straße vielleicht nie begegnen würde. Genau. Ja, also ihr beiden, ihr seht schon, ihr lieben Zuhörer, das sind zwei wirklich mega Powerfrauen, die ihr ganzes Herzblut seit vielen, vielen Jahren bei der Gabi, weiß ich, also das ist ja nichts, was du jetzt aus dem Ärmel geschüttelt hast, sondern im Grunde vereinst du ja deine wirklich vielen, vielen Jahre Erfahrung mit Experts, mit Kindergruppen, mit City-Kinder, ne, mit, du hast ein Magazin, hattest du herausgegeben und all die ganzen Projekte, die du, ja, aber das ist, gehört ja auch zum Leben dazu, ne, dass man etwas alles anfängt, die Erfahrungen dadurch sammelt und es vielleicht nicht aufgeht oder nicht mehr zeitgemäß ist und dann bringt man diese Erfahrung in ein neues zeitgemäßes Projekt und das ist es jetzt eigentlich, was ihr macht, ja, also ihr kommt beide ja. Noch eben sagen, dass das alles eben auch immer nur möglich war, weil ich ganz, ganz viele tolle Frauen, auch ein paar Männer, aber jetzt hauptsächlich wirklich Frauen hatte, die da auch ihre Zeit, ihr Herzblut, teilweise auch als Volunteers, also das ist noch keine, gerade die ersten Jahre war das wirklich eine Volunteer-Geschichte für die meisten, aber die da wirklich gesagt haben, Mensch, ich finde das toll, ich helfe dir da, ich mache da mit, ohne die wäre das auch nicht gegangen. Also, dass ich immer wieder das Glück hatte, auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zu treffen, die richtigen Skills hatten. Ich meine, das ist, als ich Katrin hier, meine Partnerin, die ganze Tech-Sache gemacht hat, kennengelernt habe, da habe ich einen Monat vorher gesagt, Mensch, Newsletter wäre schon mal gut, aber ich weiß nicht so richtig, wie man das macht. Boom, kam sie mit der Erfahrung von der großen Agentur von Newsletter oder Kim jetzt, dass Kim halt wirklich diese Videoerfahrung hat und uns da helfen konnte mit dem Schneiden, mit dem Look and Feel von der Konferenz. Das wäre einfach, hätten wir das ohne Kim, wäre das lang nicht so gut gewesen, wie es jetzt gewesen ist. Und da muss ich echt sagen, das ist immer so ein bisschen. Also, Gabi ist rein der bescheidenste Mensch der Welt. Weil ja, ich wollte es gerade sagen. Also, mir liegt es auf der Zunge, Kim, das ist so wieder Gabi. Ich wollte nur mal sagen, sie bringt 22 Jahre Erfahrung mit einem riesen Netzwerk, einen riesen Rucksack an Erfahrungen und wundert sich dann, dass die Menschen auf sie zukommen und mit ihr arbeiten wollen. Das ist total drollig. Nein, aber es ist wirklich so. Meine Kollegen haben gesagt, ich bin ein Trüffelschweinchen, weil ich immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute finde, die richtigen Skills haben. Und da möchte ich einfach auch mal an alle Danke sagen, an alle, die jemals irgendwas damit zu tun hatten. Ein riesen Dankeschön. So, wenn Sie es hören sollten. Das, und ich hoffe, Sie tun es. Aber es ist tatsächlich eine Kombination aus dem Thema und dir. Ja, weil euch. Das zieht sich ja als Thema durch. Deswegen würde ich behaupten, dass das wirklich stimmt. Denn wir alle glauben an das Thema und glauben an dich. Und selbst in den Momenten, wo du manchmal denkst, ich weiß nicht, wie das alles gehen soll, sind dann inzwischen genug Leute da, die sagen, doch, guck mal so. Und dann geht's wieder. Und genau so gehört es, glaube ich. Und genau so geht
gründen und was aufbauen und eine Vision umsetzen. Das geht halt nur als Team, aber man muss halt auch offen sein und diese Menschen annehmen und zulassen und seine Idee teilen. Und das tust du. Und deswegen ist das Ganze da, wo es jetzt ist. Dankeschön. Jetzt merkt man, dass ich mit zwei Coaches auch noch hier diese Woche mit meinen exzellenten Coaches dieses Interview gemacht habe, fühle ich mich schon gleich nochmal besser. Viel besser, ne? Aber warum, und das zeigt jetzt eigentlich auch, im Prinzip hätte ich den Schluss nicht besser hinbringen können, als das, was ihr jetzt gesagt habt. Im Grunde merkt ihr jetzt erstmal, wie viel Herz und wie viel Liebe und wie viel Not und wie viel Gefühl und all das in diesem Projekt steckt und dass das nicht etwas ist, was die beiden oder das Team einfach rausschmeißt, sondern dass das etwas ist, was sie aus Überzeugung mit ganz, ganz viel Arbeit, und das weiß ich kenne die Gabi schon eine ganze Weile und ich weiß auch bei der Kim und bei dem ganzen Team, dass da so viel Arbeit drin steckt, einfach um euch das Leben wirklich leichter zu machen und wirklich euch zu verbinden und euch zu helfen in den Themen. Und das ist ja das, worum es geht. Und dass dann natürlich da ein Portal zugehört und dass das alles natürlich irgendwann nochmal professioneller aufgesetzt wird, das ist einfach eure jahrelange Erfahrung und das ist euer aller Skillset, so würde ich das vielleicht sagen. Dankeschön. Nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Ihr Lieben, also wir packen natürlich in die Shownotes nochmal den Kontakt zu den beiden, zu Kim und auch zu Gabi und auch nochmal natürlich alle Informationen auch über die beiden, weil das ist ja auch wichtig, dass ihr wisst, wer die beiden sind, was die machen, wo die herkommen, warum die das hier alles so machen, wie ihr die auch finden könnt auf ihren ganzen Kanälen. Und natürlich geben wir euch auch nochmal die Informationen, wie ihr auf diese Plattform kommt, wie ihr an diesen Webinaren. All das kriegt ihr alles in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt die Folge hört, ruhig mal in die Shownotes runterscrollen. Da kriegt ihr alle Links, die ihr braucht. So, ihr zwei. Danke euch. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Das machen wir nochmal. Es hat Spaß gemacht. Also, wir haben genug Themen. An Themen geht es uns nicht aus. Das ist schon weiß mal. Ich. Nein, das machen wir öfter. Es macht Spaß. Jetzt gucken wir mal, dass wir, schauen wir mal, wie die Frauen das mögen oder Menschen. Es sind ja nicht nur Frauen, sind Männer, sind Frauen, sind alle, die hier in die USA kommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ja, lasst uns mal wissen, ne? Dürft ihr gerne dann uns mal schreiben, was ihr so aus den ganzen Informationen, die ihr über die Ich bin Expert-Plattform gelernt habt, dürft ihr dann auch gerne mal mit uns teilen und taggen und was auch immer. In diesem Sinne schicke ich ganz liebe Grüße nach New York und bedanke mich bei den Frauen und ihr dürft gerne noch das sagen, was euch jetzt noch so zum Schluss brennt. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Monique, danke, dass wir hier sein durften, danke, dass wir hoffentlich noch mehr Menschen erreichen und wir freuen uns auf alles, was da kommt, weil bei aller Arbeit, die schon reingegangen ist, geht es jetzt erst richtig los. Also vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch von mir, das stimmt, da kann ich gar nicht wieder zufügen. Es macht einfach wahnsinnig Spaß und wir freuen uns über jeden, der über uns stolpert, der uns findet, der in den Club kommen möchte, in die Facebook-Gruppe, egal wo. Ihr seid willkommen. Super. In diesem Sinne, tschüss ihr Lieben. Tschüss. Ciao. So, für heute war es das auch schon wieder hier im Muttersprache-Podcast. Schön, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann subscribe auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau mal auf unserer Website vorbei, www.muttersprachepodcast.com und hinterlass einfach eine Nachricht oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du die nächste Folge wieder dabei bist. Deine Monique.